denn? Kannst du nicht noch ein bisschen schneller fahren? Bist du verrückt, Bille? Wenn ich die Kiste sauer fahre, kriege ich sie nie wieder von meinem Bruder geliehen. Außerdem ist es sowieso schon zu spät. Oh, sieh mal da, deine Mutter. Mist! Da vorn bog tatsächlich Mutschs klappriger Kombi um die Ecke und hielt mit quietschenden Bremsen vor dem windschiefen Strohdachhaus. Wie jeden Morgen hatte sie Frischware vom Großmarkt für ihr kleines Lebensmittelgeschäft besorgt. Was mache ich bloß? Wäre deine blöde Nuckelpinne gleich angesprungen, wäre uns das nicht passiert. Und wärst du nicht so verrückt darauf, morgens um 5 schon heimlich in den Pferdestall zu gehen, brauchte ich mich jetzt nicht anmeckern zu lassen. Also los, schleich dich durch den Garten nach oben. Ich versuche, sie abzulenken. Bist ein klasse Kumpel. Danke. Morgen, Frau Abromein. Guten Morgen, du alter Krachmacher. Geht's nicht ein bisschen leise? Karlchen war doch ein prima Freund. Bille kletterte vom Holzstoß hinterm Haus auf die Garage und von dort in ihr Zimmer hinein. Verflixt. Mutsch kam schon ins Haus. Bille, wo bleibst du denn? Komm noch frühstücken. Da bin ich ja schon, Mutsch. Das sieht ja mal wieder lecker aus. Anu, schling doch nicht wieder so. Es nimmt dir doch keiner weg. Übrigens, ich habe eben Karlchen getroffen. Der kam schon von der Arbeit. Ist ein tüchtiger Junge. Ist nicht so ein Langschläfer wie du. Ach der. Er will sich Geld verdienen für ein eigenes Motorrad. Blöd. Blöd. Ich kann es nicht blöd finden, wenn einer mit 14 Jahren schon sein eigenes Geld verdient. Neben all der Arbeit für die Schule. So meine ich das ja nicht, Mutsch. Was ich blöd finde, ist, dass er im Pferdestall arbeitet und sich überhaupt nicht für Pferde interessiert. Ihm geht's bloß ums Geld. Wenn ich das wäre, ich würde noch mein ganzes Taschengeld dafür geben, um Herr Tietjens Pferde versorgen zu können. Herr Tietjen ist bestimmt der berühmteste Springreiter. Ach ja, da wären wir ja wieder beim Thema 1. Ich hätte mich ja gewundert, wenn meine Mahlzeit vorübergeht, ohne dass du von deinen Pferden sprichst. So, ich muss jetzt in den Laden. Das bestimmt Onkel Paul. Wie immer, 4 Brötchen bitte. Bille spitzte die Ohren. Ja, das konnte nur Onkel Paul sein. Na, wie haben wir es denn? Wie geht's uns denn auch immer? Schlechte Geschäfte, wie? Ach, wenn's nur das wäre. Aber die Lütte mit ihrem Pferdefimmel macht mich reineweg verrückt. Reiten lernen, stell dir vor. Hat nichts anderes im Kopf. Als ob wir uns das leisten könnten. Als wenn wir reiche Leute wären und keine anderen Sorgen hätten. Also, na, nun mal langsam, Olga. Reg dich mal bloß nicht so auf. Erstens ist die Lütte doch ganz in Ordnung. Hat sie bis jetzt nicht immer gute Zeugnisse nach Hause gebracht? Naja, das schon, aber... Und zweitens, was den Pferdefimmel betrifft, da kann ich mich gut an eine junge Dame erinnern, so vor 30 Jahren, noch keine 12 war sie, die lieber im Stall bei den Göllen geschlafen hat als in einem Bett. Ach, hör doch auf, Paul, das war doch ganz was anderes. Wir waren Bauern. Für uns waren Pferde damals lebenswichtig. Aber heute ist es doch Luxus. So verrückt wie meine Tochter war ich nie. Du warst noch viel verrückter. Bille kaute vor Aufregung immer schneller. Hochinteressant, was man da zu hören bekam. Dass Mutsch in ihrer Jugend auch so ein Pferdenarr war, hatte sie ihr bisher wohlweislich verschwiegen. Sie soll sich mal bei Zeiten um einen ordentlichen Beruf kümmern. Der Laden geht doch immer schlechter. Jeder will doch heute nur noch in Supermärkten kaufen. Wir Kleinen gehen alle kaputt an euch großen Haien. Ja, ja, sieh mich ja nicht so an. Du gehörst auch dazu mit deinem Sparmarkt. Ach, nun ging die Streiterei um den Sparmarkt wieder los, den Onkel Paul bauen wollte. Das war Bille zu langweilig. Außerdem musste sie los zur Schule. Nach der 6. Schulstunde war Bille wie immer als Erste draußen. Wenn sie noch an der Pferdekoppel vorbei wollte, musste sie sich beeilen. Mit aller Kraft trat sie in die Pedale ihres Fahrrads. Mit leicht vorgeneigtem Kopf und halbgeschlossenen Augen, die Haltung eines Springreiters nachahmend, träumte sie,
Sie flöge auf einem Pferderücken dahin, bis schrilles Reifenquietschen sie aus ihren Träumen riss. Um Gottes Willen, Mädchen, was machst du denn für Sachen? Lass mal sehen. Na, kannst du noch auftreten? Nicht so schlimm, Herr Tietjen. Nochmal Glück gehabt, was? Bist du nicht die Jüngste von Frau Abromeit? Die Kleine, die so viel bei uns im Pferdestall rumhockt. Ja, ich bin Sibylle Abromeit. Aber alle nennen mich nur Bille. Und wie alt bist du, Bille? 12 Jahre. Aber ich werde bald 13. Na, was hältst du von einer Limonade oder einem Eisbecher auf den Schreck hin, hm? Das Fahrrad packen wir in den Kofferraum. Oh ja, Herr Tietjen. Nun sag mir bloß einmal, Mädchen, wo du deine Gedanken gehabt hast, als du so die Straße entlang geschossen bist. Du kamst mir ja wie eine Rakete entgegen. Ich habe geträumt. Ich meine, ich habe mir vorgestellt, ich sei auf einem Turnier. Moment, Moment. Du träumst, du reitest, wenn du Fahrrad fährst? Ganz schön gefährlich. Was soll ich denn machen, wenn ich keine Möglichkeit habe zu reiten? Sie haben gut lachen, Herr Tietjen. Sie haben jede Menge Pferde und reisen von Turnier zu Turnier. Ich kann mir nicht mal eine Reitstunde von meinem Taschengeld leisten. Außerdem ist meine Mutter dagegen. Sie meint, Reiten sei nur etwas für reiche Leute. Deine Mutter hat Unrecht, Bille. Reiten ist etwas für Menschen, die Pferde lieben. Ich könnte mir vorstellen, dass du diese Pferdeliebe besitzt. Wir sollten etwas dafür tun. Aber darüber wollen wir gemeinsam mit deiner Mutter sprechen. Jetzt gibt's erstmal Eis. In der Tür zur Konditorei stießen sie mit dem Tierarzt Dr. Dörfler zusammen. Hallo Tietjen, dich suche ich gerade. Ich konnte allerdings nicht ahnen, dass du um diese Zeit mit jungen Damen zum Eisessen gehst. Es ist doch bei mir drüben auf dem Gut nichts passiert. Um Himmels Willen, nein, du brauchst nicht gleich blass um die Nase zu werden. Komm, wir setzen uns erstmal. So, hier. So, ich werde einen Eiskaffee nehmen. 2 Eiskaffee, einen Eisbecher mit Früchten und Sahne, bitte. Gern, super. So, Doktor, nun schieß los. Zirkus Sandrelli, schon mal was gehört? Nein. Ist das eine Bildungslücke, Doktor? Ganz sicher nicht. Ein kleiner Wanderzirkus, der traurigste Lumpenhaufen, der mir je zu Gesicht gekommen ist. Ein paar Kilometer von hier haben sie Station gemacht. Dort hat ein gutherziger Bürger Anzeige erstattet wegen Tierquälerei. Ich war eben als Gutachter dort. Ein paar Tiere musste ich gleich einschläfern. Andere hat der örtliche Tierschutzverein aufgenommen. Unbegreiflich, dass da nicht viel früher jemand eingegriffen hat. Aber so sind die Leute. Keiner will sich die Finger verbrennen. Aber nun sag, was hat das mit mir zu tun, Doktor? Sie hatten unter anderem ein Halbpony da. Ein typisches Zirkuspferd, bunt gesprenkelt und der verrückteste kleine Kerl, den ich je gesehen habe. Merkwürdigerweise das einzige von den Tieren, das nicht total verhungert war. Und noch jung, kaum älter als 5 Jahre. Ja, und? Er sollte zum Pferdemetzger, keiner wollte ihn haben. Armer Kerl, so eine Gemeinheit. Tja, das dachte ich auch. Ich brachte es einfach nicht übers Herz, ihn in den Tod zu schicken. Er gefiel mir, ich habe ihn gekauft. Was willst du denn mit einem Zirkuspferd? Das darf doch nicht wahr sein. Du hast doch nicht mal eine Garage, geschweige denn einen Stall. Ah, aber langsam begreife ich. Wolltest du mich vielleicht um ein warmes Plätzchen für deinen Findling bitten? Genau so ist es. Ich schenke ihn dem Gut Groß Wilmsdorf, wenn du bereit bist, ihn durchzufüttern. Tja, Bille, was meinst du? Für einen solchen Pflegefall brauche ich natürlich eine Hilfskraft. Würdest du dir eine solche Aufgabe zutrauen? Ihn betreuen und reiten? Natürlich wird dir Petersen erstmal zur Seite stehen. Der Kleine ist durch den Zirkus bestimmt vollkommen verdorben, der arme Kerl. Klar schaffe ich das. Wann können wir es abholen? Ist es krank? Muss ich es gesund pflegen? Na, ich werde es schon rausfüttern. Na bitte, da hörst du's, Doktor. Also, wo und wann können wir es abholen? Jederzeit. Es steht in Neukirchen beim örtlichen Tierschutzverein. So, Bille, jetzt müssen wir aber heimfahren, sonst bekommen wir noch Ärger mit deiner Mutter. Und aus ist's mit der Zustimmung zu unseren Plänen. Fräulein, zahlen.
Mutsch war natürlich erst gar nicht dafür, aber Herr Tietjen verstand es, sie dann doch zu überzeugen. Na, da habt ihr mir ja was Schönes eingebrockt, Bille. Also meinetwegen darfst du das Pferd pflegen, solange die Schule nicht drunter leidet, hörst du? Es wäre auch eine ganz gute Übung für Selbstdisziplin und Zuverlässigkeit, hat Herr Tietjen gesagt. Naja, wir werden sehen. Also im Prinzip bin ich dagegen. Aber wie gesagt, nur zur Probe, Bille. Danke, Mamutschka. Ich bin sehr, sehr froh, weißt du? Ein bisschen habe ich natürlich Angst, ob ich es schaffe. Du? Aber klar, wärst doch sonst nicht meine Tochter. Bis Neukirchen brauchten sie kaum 20 Minuten. Verein gegen Missbrauch der Tiere. Endlich. Ich habe schon geglaubt, den Verein gäbe es gar nicht. So. Sehen Sie doch einmal da, Herr Tietjen. Das muss es sein. Rot gesprenkelt, wie das verrostete Dach des Schuppens. Das zottigste Fell, das ich je gesehen habe. Das muss das Pony sein. Ganz bestimmt. Um Himmels Willen, wo haben Sie dich denn losgelassen, Kleiner? Wo es wedelt, ist hinten, kann man bei dir sagen. Mein Zucker! Die ganze Tüte Zuckerstücke hat er mir aus der Tasche gezogen. Da siehst du, was dich erwartet, Bille. Ah, mir dämmert, warum der kleine Kerl nicht halb so verhungert ist wie die anderen Tiere, von denen der Doktor sprach. Der weiß sich zu helfen. Hast du solchen Hunger, mein Armer? Das ist eigentlich nicht gut möglich. Er hat gerade eine große Portion Hafer und 2 Dutzend gelbe Rüben verdrückt. Herr Tietjen, darf ich mich vorstellen, Müller? Ich bin der Geschäftsführer des Vereins. Wir haben heute schon miteinander telefoniert. Sie wollen sicher den kleinen Nimmersatt abholen. Unbegreiflich. Wo lässt er das nur alles? Das sagt meine Mutter auch immer zu mir. Siehst du, mein Zottelchen, wir sind uns wenigstens ähnlich. Komm, Zottelchen, schön brav. Zottel? Da hast du einen hübschen Namen für ihn gefunden, Bille. Ich könnte mir keinen besseren vorstellen. Lieber auf den ersten Blick, wie ich sehe. Ich glaube, wir sind hier überflüssig, Herr Tietjen. Gehen wir doch in mein Büro und erledigen alle Formalitäten. Zottel gehörte jetzt dem Gut Groß Wilmsdorf und wurde erwartet. Der alte Petersen betrachtete kopfschüttelnd das Innere des Transporters oder vielmehr das, was von ihm übrig war. Zottel ließ sich auf die Knie nieder und senkte 2-mal den Kopf zur Begrüßung. Klasse, Zottel! Kann Pferden eigentlich auch schlecht werden? Dem sicher nicht. Wie ich sehe, ist das ein Profi auf diesem Gebiet. Der verdaut auch rostige Nägel und Schuhsohlen. Heute bekommt er jedenfalls nichts mehr. Ab in die Box mit ihm. Komm, Zottelchen. Na, was sagst du? Ist es nicht prächtig hell, sauber und gut gelüftet? Morgen scheint dir die Sonne auf die Nase. Und dort oben in der Ecke, das Schwalbennest. Wenn die Jungen erst mal ausgeschlüpft sind, dann kannst du hier was erleben. Das reinste Fernsehprogramm. Es gefällt ihm. Ob ich ihn gleich mal putze? Na, ich würde sagen, heb dir das für morgen auf. Heute wirst du doch damit nicht fertig, so wie der aussieht. Geh jetzt lieber nach Hause, Bille. Sonst gibt's gleich am ersten Tag Ärger mit deiner Mutter. Also schön. Schlaf gut, mein Liebling. Wir werden ein wunderbares Leben miteinander haben. Dein Wort in Gottes Ohr, Mädchen. Ich glaube viel eher, dass du noch dein blaues Wunder mit dem da erleben wirst. Bille legte Zottel die Arme um den Hals und drückte ihr Gesicht gegen das struppige, verschmutzte Fell. Das Putzen war eine harte Geduldsprobe für Bille und auch für Zottel. Zum Schluss konnte Bille kaum noch Kardätsche und Striegel halten, so lahm waren ihre Arme. Am schwierigsten war es, durch die struppige Mähne zu kommen. Donnerwetter! Du bist ja nicht wiederzuerkennen, Zottel. Gut hat sie das gemacht, unsere Bille, nicht wahr? Als Pferdepfleger hat sie sich schon die erste 1 verdient.
Was soll dieser schläfrige Schaukelgalopp, Zottel? Aber ich kann ihn nicht halten! Schritt, Zottel! Schritt! Das habe ich befürchtet, Bille. Wir werden es schwer haben, ihn den Zirkus abzugewöhnen. Bille war ziemlich käsig um die Nase. Sie hatte nur einen Gedanken, oben bleiben. Und es ging, nachdem sie den ersten Schreck überwunden hatte. Schließlich hatte sie schon beim Zuschauen eine Menge von Herrn Tietchen gelernt. Im Allgemeinen beginnt man den Unterricht im Schritttempo, Bille. Meinst du nicht, ihr hättet fürs Erste genug galoppiert? Ich kann ihn jetzt wirklich nicht halten, Herr Tietchen. Zottel ist völlig verrückt. Hey, Karlchen, flitz ab in den Stall und sag Petersen, er soll Troja für mich satteln. Ich muss diesem Zirkusclown erstmal beibringen, was ein Reitpferd ist. Los, beeil dich. Schon unterwegs. Zottel stand und betrachtete neugierig den großen Kollegen, den Karlchen aus dem Stall hinter sich herzog. Tietchen saß auf und stellte sich Bille an die Seite. So, und von jetzt ab wird erstmal nur Schritt geritten. Na, was ist? Wollt ihr nicht oder könnt ihr nicht? Leichter Schenkeldruck und die Zügel ein wenig freigeben. Aber kaum lockerte Bille den Griff ein bisschen, riss Zottel den Kopf nach oben, sodass ihr die Zügel wie gebutterte Spaghetti durch die Finger flutschten. Zottel schien zu denken, wann wissen sie nun endlich, was sie wollen? Ihn langweilte dieses Spiel. Du musst mit ihm sprechen, Bille. Nicht mit Worten, sondern mit den Schenkeln und mit den Zügeln. Nicht grob. Stell dir vor, es bestünde zwischen euch eine Verbindung, wie ein feiner elektrischer Strom. Als ob ich mit ihm telefoniere? Sagen wir lieber Gedankenübertragung. Deine eigene Konzentration wird sich auf ihn übertragen. Das schien zu helfen. Zottel wurde zusehends aufmerksamer und weicher im Maul. Seine Schritte wurden weit und frei. Genug für heute. Nicht zu fassen. Wir sind doch nur eine Stunde lang friedlich im Schritt durch den Park geritten. Und trotzdem bin ich nass geschwitzt und K.O., als hätte ich dicke Bäume gesägt. Das ist gut. Ein Zeichen, dass du richtig gearbeitet hast. Ich bin sehr zufrieden mit euch. Also, bis zum nächsten Mal. Übermorgen? Oh toll, ja. Dankeschön. Karlchen, mach die Haferkiste zu, der Fresser kommt. Hack doch nicht immer auf Zottel rum. Er hat so viel durchgemacht. Mit dir eben? Sag mal nichts, Junge. Der Chef hat unserem Küken eben die zweite Unterrichtsstunde angeboten. Muss mächtig begabt sein, unsere Lütte. Sonst würde er sich gar nicht die Zeit nehmen. Erzähl mal, Bille, bist du runtergeflogen? Großer Reiter. Selber schon mal oben gesessen? Ich bin noch nicht lebensmüde. Ja, streitet nur so weiter. Die Haferkiste ist gleich leer. Zottel, du alter Spinner! Musst du dann auch gleich jede Gelegenheit ausnützen? Wirst noch ein richtiger Fettwanz. Dumm ist er nicht. Er nimmt, was er kriegen kann. Hey, Bille, hattest du gerade Reitunterricht? Ja, meine fünfte Stunde. Heute haben wir uns mit den verschiedenen Trabarten beschäftigt. Ich bin völlig K.O. Bei Herrn Tietjen zu lernen ist Schwerarbeit. Ich fühle mich schlapp wie ein nasses Handtuch. Morgen geht's ja Ferien. Sommerferien. 6 herrliche Wochen. Wirklich, das wurde es. Bille kam nur noch zu den Mahlzeiten nach Hause. Den größten Teil des Tages verbrachte sie mit Karlchen in Groß-Wilmsdorf bei den Pferden. Herr Tietchen hatte jetzt seltener Zeit, ihr Unterricht zu geben. Er reiste von Turnier zu Turnier und wenn er da war, widmete er sich dem Training der Pferde. Aber auch vom Zuschauen lernte Bille viel. Während Karlchen lang ausgestreckt in der Sonne döste, verfolgte Bille atemlos jede Bewegung von Pferd und Reiter. Sie ist heute fantastisch in Form. Wer? Herrn Tietjens Feodora. Wieso? Schau doch hin, dann siehst du es selbst. Wozu? Solange Pferde noch keinen Motor und keine Räder haben, sind sie für mich uninteressant. Völlig uninteressant. Ich wundere mich wirklich, Karlchen, warum du nicht lieber an der Tankstelle arbeitest. Für dich zählt ja höchstens Geschwindigkeit. Wenn ich dir nun sagen würde, dass Feodora heute mit 120 Sachen über den Parcours gegangen ist, würdest du wahrscheinlich hellwach werden. Im Ernst, Bille, ist sie das? Idiot!
diesem Nachmittag hatte Bille schon auf dem Weg zum Stall ein merkwürdiges Gefühl im Magen. Im Stall war es totenstill. Die Tür zur Box stand weit offen. Es musste etwas passiert sein. Zottel! Zottel! Wo steckst du? Komisch. Im Stall ist er nirgends. Zottel! Zottel! Er ist ausgerückt. Wo kann er nur hingelaufen sein? Zu Hilfe! Oh nein, meine Kaffeekanne! Bille raste um die Hausecke und blieb wie zur Salzsäule erstarrt stehen. War's Traum? War's Wirklichkeit, was sie da auf der Terrasse der Lohmeyers sah? Ach du meine Güte! Oh, helft mir doch! Ein Teufelskraut! Vor der schreienden Frau Lohmeyer stand hoch aufgerichtet auf den Hinterbeinen Zottel, geziert mit einem Weihnachtsmannsbart aus Schlagsahne und hielt die Reste eines Blumenstraußes im Maul. Die Kaffeetafel, die Frau Lohmeyer für ihr heutiges Kaffeekränzchen so sorgsam gedeckt hatte, sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Die Torte, den Napfkuchen, die Zuckerstücke, alles hatte Zottel vertilgt. Bille löste sich mit einem Ruck aus ihrer Erstarrung. Sie prustete los vor Lachen. Zottel! Zottel, du verrückter Kerl! Was hast du da bloß wieder angestellt? Komm sofort her! So! Du findest das komisch, junge Dame. Das Lachen wird ja schnell genug vergehen, verlass dich drauf. Dafür werde ich sorgen. Und mein Mann auch. Und jetzt nimm dieses Ungeheuer und verschwinde. Aber schnell! Der Gaul ist die längste Zeit hier auf dem Hof gewesen, das schwöre ich. Oh, du, wage es nicht, dich noch einmal hier blicken zu lassen. Ach, Zottel, du Unglücksvieh. Wenn das Mutsch erfährt, dann ist alles aus. Und Herr Tietchen, was sollen wir denn jetzt nur tun? Natürlich hatte sie Karlchen die schlimme Geschichte erzählt. So komisch ist das wirklich nicht, Karlchen. Mach mir lieber einen Vorschlag, was ich jetzt tun soll. Gar nichts. Warte doch erst mal ab. Vergiften wird sie den Zirkusgaul ja nicht gleich. Herr Tietchen ließ sie gar nicht zu Wort kommen. Kind, für solche Mätzchen habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Mach das mit Herrn Lohmeyer ab. Ich habe weiß Gott andere Sorgen. Und Mutsch? Die würde bestimmt die Geschichte zum willkommenen Anlass nehmen und ihr die Reiterei verbieten. Wäre doch wenigstens Onkel Paul in der Nähe. Aber der war jetzt so mit der Fertigstellung seines Sparmarktes beschäftigt und oft erst spät abends zu Hause. Trotzdem war Onkel Paul der Einzige, der helfen konnte. Sie musste ihn morgen Abend erwischen, ganz gleich, wie spät es war. Und es war wirklich schon sehr spät und fast dunkel, als Bille ihr Rad auf die Straße schob. Sie fuhr die Abkürzung über den alten Heuweg, eine löchrige, wenig benutzte Schotterstraße, die an beiden Seiten von Schlehenbüschen gesäumt war, als sie plötzlich ein merkwürdiges Geräusch seitlich aus den Büschen hörte. Sie hielt an und lauschte. Was ist das? Ein Auto! Herr Lohmeyer, ist Ihnen etwas passiert? Hey, Wille, was machst du in meinem Schlafzimmer? Hm? Sie sind nicht in Ihrem Bett, Herr Lohmeyer. Sie sitzen noch in Ihrem Auto und das steckt im Graben fest. Wie ist denn das passiert? Ach, verdammt. Was sagst du da? Ist das wahr? Ich muss eingeschlafen sein. War ein schrecklich anstrengender Tag heute. Ach, du liebe Zeit, wenn das meine Frau erfährt. Der schöne neue Wagen. Wissen Sie was, Herr Lohmeyer? Sie bleiben jetzt ganz ruhig hier sitzen und ich hole Hilfe. Um Gottes Willen, nein, das darf kein Mensch erfahren. Ich bin blamiert. Keine Sorge, es erfährt niemand. Ich habe eine viel bessere Idee. Schlafen Sie nur weiter. Ich bin gleich wieder da. Der Einfall, Zottel zu holen und mit seiner Hilfe das Auto aus dem Graben zu holen, war Bille ganz spontan gekommen. Nach 20 Minuten war sie zurück. Hey, Herr Lohmeyer. Herr Lohmeyer, Sie müssen mir jetzt helfen. Ich bin mit Zottel hier, um Sie aus dem Graben zu ziehen. Zottel? Zottel?
Ah, verstehe. Wille, du bist ein Mordskerl. Psst. Ich denke, es soll uns niemand hören. Nicht sicher. An die Arbeit. Er schälte sich aus seinem Sitz, schwankte ein paar Mal hin und her und stand schließlich fest auf seinen Füßen. Irgendwie gelang es ihnen, ein Seil um den Abschlepphaken zu knoten und an Zottels Geschirr zu befestigen. Jetzt kann es losgehen. Ich nehme Zottel am Zügel und sie setzen sich an Steuer. Ja, ist in Ordnung. Machen wir. Vorschlagen, wir spannen Zottel jetzt vorne an den Wagen und er zieht sie bis auf den Hof. Dann hört und sieht uns keiner. Mädchen, du bist ein Teufelskerl, das werde ich dir nie vergessen. Und es bleibt bestimmt unter uns. Klar, Herr Lohmeier, aber ich habe eine Bitte. Na? Sie wissen doch, was Zottel gestern angestellt hat. Ich meine, mit dem Kaffeetisch Ihrer Frau. Hä? Psst, nicht so laut, Herr Lohmeier. Versprechen Sie mir, dass Sie Zottel nicht vom Hof verbannen? Dass ihm nichts passiert? Warum soll ihm was passieren? Nur über meine Leiche. Nur ich verrate auch meine besten Freunde nicht. Freunde, ihr könnt euch auf mich verlassen. Herr Lohmeier hielt sein Versprechen. Als Bille am nächsten Morgen nach dem Stalldienst zum Frühstück nach Hause radeln wollte, verabschiedete er sich gerade an der Haustür von seiner Frau, um ins Büro hinüberzugehen. Guten Morgen, junge Dame. Gut geschlafen? Guten Morgen, Herr Lohmeier. Guten Morgen, Frau Lohmeier. Danke, ich habe prima geschlafen. Ist sie nicht ein Prachtkerl, Frau? Steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, um im Stall zu arbeiten. Na, und mit Pferden kann sie umgehen. Wirklich, da kann man nur staunen. Ihr Pferd ist das gepflegteste im ganzen Stall. Ihr Pferd? Na, der Ausdruck ist wohl übertrieben. Das Pferd gehört Herrn Tietjen. Der hat sie anvertraut. Und er hatte recht damit. Ein intelligentes Kerlchen, dieser Zottel. Und ein großartiger Charakter. Da gibt's gar nichts. Und wegen des Streichs, den er uns gespielt hat? Ach, da wollen wir ihm doch nicht böse sein, Frau. Der Verschluss an seiner Box hätte längst repariert werden müssen. Ich hab glatt vergessen, dem Schlosser Bescheid zu sagen. Muss mich sofort selbst drum kümmern. Also, auf Wiedersehen, Wille. Und grüß deine Mutter, hm? Ja, danke. Wird gemacht, Herr Lohmeier. Als Wille außer Hörweite war, jubelte sie laut. Beim Frühstück hielt sie es nicht mehr aus und erzählte Mutsch haargenau die ganze Geschichte. Und Mutsch lachte, bis ihr die Tränen kamen. Mutsch, aber du versprichst mir, dass die Geschichte unter uns bleibt, ja? Vor allem das von gestern Abend mit Herrn Lohmeier. Aber natürlich. Also deshalb bist du gestern Abend so spät nach Hause gekommen. Ich wollte schon mit Onkel Paul schimpfen. Aber man bekommt ihn ja überhaupt nicht mehr zu sehen. Was er wohl macht? Ach, er ist doch ständig in Lesten. Sein Sparmarkt muss wohl bald fertig sein. Soll ich nicht einfach mal rüberreiten? Sehen, wie weit sie sind. Na, wenn es dir Spaß macht, bitte. Ich muss jetzt in den Laden. Wille hatte gerade die ersten Häuser von Lesten erreicht, als Elli, Heike und Martina auf ihren Rädern neben ihr auftauchten. Hey, Wille! Hoch zu Ross, ich werde nicht wieder. Der sieht ja aus, als käme er aus dem Zirkus. Wo hast du den denn aufgegabelt? Er gehört zum Stall von Herrn Tietjen. Ich bin seine Pflegerin und darf mit ihm trainieren. War gar nicht so einfach, ein normales Reitpferd aus ihm zu machen. Na, jetzt begreife ich, warum du nie mehr Zeit für uns hast. Bei solchen Pflichten, da bist du natürlich voll ausgelastet. Wir haben schon gefürchtet, du hättest die Pocken oder sonst eine Krankheit, weil du überhaupt nicht mehr zum Baden kommst. Ich möchte ja gern, aber wisst ihr, bei Herrn Tietjen persönlich Unterricht zu haben und seine Pferde betreuen zu dürfen, ist eine Chance, die man einfach wahrnehmen muss. Da bleibt einfach keine Zeit für private Dinge. Naja, du warst ja schon immer ein Einzelgänger. Dagegen ist wohl kein Kraut gewachsen. Ich muss weiter. Zottel ist schon ganz unruhig. Also macht's gut. Ich will zu Onkel Paul. Wir kommen mit als Ehrengarde.
Auch andere Kinder folgten dem auffallenden Pferd. Schon bereute es Bille, dass sie geritten war. Schließlich wollte sie hier keine Vorstellung geben. Darf man den mal streicheln? Frisst der auch Schokolade? Darf ich ihn auch mal reiten? Bille wurde der Aufzug immer unbehaglicher. Endlich kam der Sparmarkt in Sicht. Donnerwetter. Dort, wo das letzte Mal noch kahle Mauern ohne Dach gestanden hatten, erhob sich jetzt ein schmucker, moderner Bau. Onkel Pauls Supermarkt. Bille war jetzt von einem dichten Kranz von Neugierigen umringt. Sie hoffte inständig, Onkel Paul möge sie entdecken. Stattdessen erschien ein Lautsprecherwagen und hielt genau vor dem Sparmarkt. Über den Platz ergoss sich eine Woge von Musik. Nach dieser Musik hatte Zottel früher im Zirkus den Höhepunkt seines Auftretens vorgeführt. Einen Walzertanz. Zottel, bitte sei vernünftig. Wir sind doch nicht im Zirkus. Zottel, bleib stehen. Sei vernünftig. Mir wird ja ganz schwindelig von der Dreherei. Schau sie an, unsere tolle Reiterin. Sie kriegt ihr Pferd nicht zu. Hier schiebt ihr immer ganz recht. Man muss sie auch immer so angeben. Wetten, dass sie gleich runterfliegt? Den Spaß sollt ihr nicht haben. Oben bleiben werde ich. Irgendwie muss die verdammte Musik ja mal zu Ende sein. Achtung, Bille. Du sitzt ja wie eine Eins. Hey, Tite, dreh doch mal den Kasten da ab. Danke. Donnerwetter. Du hast ja wirklich viel gelernt bei Herrn Tietchen. Das in der kurzen Zeit. Also, du, deine Haltung ist richtig erstklassig. Danke, Onkel Paul. Puh, war das anstrengend. Na nun, komm mal, Mädchen. Hinten im Hof kannst du deinen Zottel hier anbinden. Das ist ein schmucker Bau, nicht wahr? Unser neuer Sparmarkt hier. Tja, aber nun lass uns erstmal frühstücken. Sie setzten sich in Onkel Pauls Büro an den Schreibtisch und er holte aus einem kleinen Kühlschrank Wurst, Käse, Butter und Milch. Dann zauberte er aus einer Schublade Semmeln, Teller und Campinggestecke. Weißt du, Bille, mir ist da eine Idee gekommen über dich und deinen Zottel. Ihr könntet mir eigentlich ein bisschen bei der Eröffnung helfen. Natürlich nur, wenn du Lust hast, nicht wahr? So Zettel verteilen, Reklame machen. Ja, wir könnten euch beide sogar ein bisschen zirkusmäßig verkleiden, ne? Ich könnte Luftballons und Bonbons verteilen. Ja, und du könntest in die umliegenden Orte reiten. Vielleicht auch Kutschfahrten für die Kinder veranstalten. Na, das wäre doch eine fabelhafte Werbung für uns. Oder Zottel vor einen Eiswagen spannen und Eis verkaufen. Ich sehe, du bist ein richtiger, guter, erstklassiger Mitarbeiter, Bille. Voller Ideen und Aktivität. Und ich weiß auch, von wem du das hast. Ja. Ich auch, Onkel Paul. Schade, Mutsch versauert ganz und gar in ihrem Tante-Emma-Laden. Ich hab da nämlich einen Plan, Bille. Hör mal gut zu, ja? Ich möchte deiner Mutsch die Leitung dieses Sparmarktes hier übertragen. Ja, aber wir müssen sie überrumpeln. Und wenn sie erst mal hier ist und erst mal sieht, wie schön dieser Laden hier geworden ist, dann wird sie schon... Auweia, Onkel Paul, wenn das Mann gut geht. Vorläufig sieht sie ja schon rot, wenn sie nur das Wort Sparmarkt hört. Am Samstag strahlte die Sonne vom blauen Himmel, wie es sich für einen Supermarkt-Eröffnungsfesttag gehörte. Karlchen und Bille putzten Zottel für seine Gala-Vorstellung, bis er nicht mehr wiederzuerkennen war. Wollen wir ihm auch die Hufe lackieren? So richtig glänzend schwarz, als hätte er Lackschuhe an? Unsinn! Mit was denn? Mit Lack natürlich. Ach du! Bis wir hinkommen, ist er sowieso wieder dreckig. Und jetzt komm! Je eher wir da sind, desto besser. Wann soll's denn losgehen? Um 12 Uhr. Bis dahin müssen wir noch Bonbons und Luftballons verteilen. Schick siehst du aus in deinem Cowboy-Dress auf Zottel. Onkel Paul konnte zufrieden sein. Pfundweise hatten die beiden Bonbons verteilt. Dazu Dutzende von Luftballons mit der Aufschrift Waren mit Sparmarkt Lesten. Onkel Paul hatte eine kleine Kutsche für Zottel besorgen lassen und sie über und über mit Blumen geschmückt. Vor dem Eingang sammelten sich immer mehr Neugierige.
Kurz vor 12 bog Bille mit Zottel vor der geschmückten Kutsche um die Ecke. Neben ihr saß Mutsch, die Onkel Paul als Ehrengast zur Eröffnung eingeladen hatte. Bille wurde rot und Zottel dankte artig mit einer Verbeugung. Ihr sah aus wie eine lebende Erntekrone auf vier Beinen. Onkel Paul, der mit einem großen Schlüsselbund neben dem Portal gewartet hatte, trat zur Kutsche, reichte Mutsch die Hand und führte sie zum Eingang des Sparmarkts. Mutsch schaute etwas ratlos um sich. Hübsch sieht deine Mutter heute aus. Nicht wahr? Sie ist sogar beim Friseur gewesen. Achtung, es geht los. Mann, bin ich aufgeregt. Nachdem nun auch unsere Hauptperson, die künftige Leiterin nämlich unserer Filiale, Frau Olga Abromeit, eingetroffen ist, habe ich die Ehre und das Vergnügen, den Sparmarkt Dresden feierlich zu eröffnen. Und ich übergebe hiermit die Schlüssel an Frau Abromeit. Mutsch wollte etwas sagen, aber ihr Protest ging im allgemeinen Jubel unter. Da lächelte sie, immer noch ein wenig ratlos, und schloss das Portal auf. Bille war ganz weich in den Knien. Würde Mutsch ihnen verzeihen, dass sie sie so überrumpelt hatten? Bravo, Frau Abromeit! Ja, so eine Überraschung! Herzlichen Glückwunsch! Und jetzt möchte ich unsere neue Chefin hier zu einer Ehrenrundfahrt einladen, ja? Oh, dieser verrückte Zottel. Hoffentlich passiert nichts. Ich sah nur noch, dass deine Mutter Onkel Paul die Zügel aus der Hand nahm, bevor sie in einer Staubwolke verschwanden. Wollen Sie noch Wein? Karlchen, gib dem nichts mehr. Der war schon 6-mal hier. Wir brauchen frische Gläser. Willst du gehen oder ich? Lass nur, ich mach das schon. Karlchen drängte sich durch den inzwischen überfüllten Laden ins Lager. Es dauerte keine 2 Minuten, da kam er völlig aufgeregt, ohne Gläser zurück. Karlchen, ist was passiert? Du bist hier ganz blass. Wille, etwas Furchtbares. Zottel, ihr frühstückt da hinten Äpfel und frischen Salat. Zottel? Wieso Zottel? Wo sind Mutsch und Onkel Paul? Ich komme sofort mit. Zottel hat wohl versucht, mit dem Wagen ins Lager zu marschieren. Dabei ist die Deichsel abgebrochen. Und der Rest der Deichsel baumelt abgebrochen in der Lederschlaufe. Ein Unfall? Wo ist der Wagen? Vielleicht liegen Mutsch und Onkel Paul irgendwo draußen, verletzt. Um Himmels Willen, Zottel! Du Unglücksvieh! Der Wagen hängt hier draußen an der Laderampe, Bille. Also doch ein Unfall. Bleib hier, Karlchen. Ich muss sofort Hilfe holen. So was Verrücktes rennt mich fast über den Haufen. Vor dem Regal mit den Spirituosen musste Bille eine Vollbremsung machen. Dort versperrten 2 Gestalten in weißen Kitteln ihr den Weg. Das Angebot an Schnäpsen ist viel zu reichlich. Und an Babynahrung hast du gar nicht gedacht. Mutsch! Onkel Paul! Gott sei Dank. Wir dachten schon, es hat nicht zufällig einer von euch daran gedacht, Zottel anzubinden? Im Stall war es dunkel. Nur durch die Fenster drang ein Schimmer des Mondes. Zottel hatte es sich bequem gemacht und schnarchte selig. Bierdunst stieg von ihm auf. Er hatte nicht widerstehen können, aus der Tropfschale des Bierfasses zu trinken. Dummer Kerl. Schlaf nur, du hast es verdient. Du warst trotz allem sehr tüchtig heute. Na, mein kleiner Stift, was machst du denn noch so spät im Stall? Herr Tietjen, Sie? Von der Reise zurück? Ich finde es so schön im Stall. Es ist der einzige Platz, wo wir uns richtig zu Hause fühlen, stimmt's? Ja. Traurig? Nur ein bisschen erschöpft von dem Rummel. Ich habe mich auch immer in den Pferdestall geflüchtet, schon als kleiner Junge. Und heute? Heute ist das noch genauso. Sie denken an das letzte Stechen, nicht wahr? Ich habe es im Fernsehen angeschaut. Kein schöner Sieg, glaub mir. Aber hingehen und sagen, ich mute meinem Pferd diese weitere Anstrengung nicht zu. Wer tut das schon? Siehst du, Reiterlein, so feige sind die Erwachsenen.
Von dieser Seite habe ich das Turnierreiten noch nie betrachtet. Ein Sieg im Preis der Nation ist mir immer als das höchste Glück erschienen. Tja, der Ruhm, da kann man nichts machen. Also, bis übermorgen früh zur Reitstunde, kleiner Stift. Wird gemacht, Herr Tietchen. Bis übermorgen. Gleich nach dem Stalldienst melde ich mich zur Stelle.